Ja, und soll ich es öffnen? Los, ja, jetzt mach doch mal auf! Oh nein, ich tu's! Ich tu's! Ah, was ist drin? Ja! Oh! Ja! Ja! Hey Leute! Was geht? Mama Daniel hier mit... Kahn Hallöchen! Und wer ist noch hier? Ja, und Claudio ist da. Und wenn ihr beide schon mal hier seid, haben wir ein ganz, ganz tolles Thema, was ich mit euch besprechen möchte. Was denn, Baby Kahn? Also, und zwar geht's darum, seitdem es dieses Problem mit euren Häusern gibt, ne? Ja. Ja. Wohnt ihr jetzt ja hier im Penthouse, ne? Ja. Ja. Und das... Ja, das haben wir euch noch gar nicht gesagt. Wir wohnen jetzt hier im Penthouse bei Baby Kahn, weil er das der Einzige ist, der noch ein Haus hat. Zumindest, wenn ich da bin. Wenn ich mal nicht unterwegs bin oder so. Ja. Und das Problem bei dieser Sache ist natürlich, das Penthouse ist ziemlich teuer. Baby Kahn, ich zahle dir keine Miete. Baby Kahn, ich habe kein Geld. Tja, also, falls ihr kein Geld habt, ne, können wir uns natürlich auch ein bisschen anders arrangieren, weil, Baby Claudia, ich habe gehört, du hast ein goldenes Ei. Moment, ich habe etwas gehört über mein goldenes Ei. Nicht ich habe es, sondern jemand anders hat mein goldenes Ei. Also, ich hab's, ich wollte dich eigentlich überraschen damit. Ja, aber ich habe ein bisschen was, ich habe ein bisschen was in der Schule gehört. Was dass, denn? Dass du heute dein goldenes Ei bekommst. Ja, und heute darf ich es öffnen. Ja, und ich würde mal so sagen. Wenn da ein nein, goldener Drache rauskommt... Nein, doch, nein, doch. Auf gar keinen Fall. Leute, also ich wäre dafür, wenn ein goldener Drache rauskommt, ne? Weil in der Vergangenheit hast du uns ja echt gescammt und dann wärst du vielleicht auch dieses Scammer-Ruf. Ich habe euch noch nie gescammt. Sag mir, wann ich euch gescammt habe. Also pass auf, wenn ein goldenes Einhorn rauskommt und ich bekomme das, dann nennen wir dich nie wieder Scammer. Ja, genau. Und wenn es ein goldener Drache ist, dann bekomme ich es und dann heißt du auch nicht mehr Scammer. Und wenn es ein goldener Griffin ist, dann darfst du es behalten und dann bleibst du aber auch der Scammer. Hä, hey, was soll das? Wieso? Wieso? Ich hab gar... Hä? Nein, wenn es ein goldener Griffin ist, bleibt er nicht der Scammer. Doch, für mich schon. Für mich? Nein, wir gucken einfach mal. Aber nein, das ist nicht ein Witz. Also ich habe das Golden Egg. Und zwar hast du das ja in deiner ganzen Blödheit, Baby Claudio. Ja. Hast du das ja an Chloe oder wie auch immer sie heißt gegeben? Ja, genau. Ach, war sie jetzt schon wieder, hat sie nach mir gefragt? Nein, Baby, keiner interessiert sich für dich. Ich rede nicht mit dir! Chloe mag dich nicht. Dann, ja? Er hat nicht nach dir gefragt. So, okay. Und dann hat er mich ja darum gebeten, dass ich dieses Golden Egg wieder beschaffe. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ja! Weil, wenn mich jemand darum bittet, dann mache ich das auch. Du bist die Beste. Dann bin ich dann also losgelaufen und habe versucht, dieses Golden Egg wieder zurückzukaufen. Und wenn es ein goldener Drache ist, dann ist es mein Drache! Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt aktuell das Golden Egg. Supi! Claudio, hier ist es. Ja! Wow! Ich bin bis nach Overlook Bay gereist, um dieses blöde Golden Egg wiederzufinden. Super, ja. Mama Tanja, du bist die Chloe Beste. Chloe hat sich damit nach Overlook Bay abgesetzt. Du bist die Beste, Mama Tanja, deshalb bist du Bürgermeisterin. Okay, ja, ich weiß, offensichtlich. Wow. Also das ist auf jeden Fall das Golden Egg. Sind die Chancen denn eigentlich alle gleich, ja, was da rauskommt? Ja, sind gleich. Ja? Ist wirklich alles ein Drittel, weil ich hätte fast gedacht, dass Einhorn seltener ist. Nein, ein Drittel, Mama Tanja. Deshalb will ich nicht den Griffin bekommen. Also Einhorn oder Drache wäre schon ganz cool. Ja, das aber... stimmt, aber Einhorn oder Drache musst du ja dann an... Nein, ich muss gar nichts. Ich muss nur... Doch. Leute, bitte schreibt mal in die Kommentare. Falls es so ist, dann sollte das doch Baby Claudio machen, weil das wäre eine echte Chance. Und schaut mal, Baby Kahn, wenn es dunkel ist, dann sieht das Golden Egg nicht so cool aus, oder? Wenn es dunkel ist, sieht es einfach aus wie ein normales Egg. Ja, oder? Nein, ich finde, es sieht einfach nur... Also es ist halt schon ein bisschen gelb. Also ich wäre dafür, pass auf, wir machen Folgendes. Ich wäre dafür, dass wir, bevor wir das Golden Egg öffnen, öffnen wir nochmal ein paar andere Eggs. Ja, ich hab... Wir öffnen von jedem Egg, was es gerade gibt, öffnen wir alle eins. Okay, aber wo bist du denn, Mama Daniel? Wo bist du hingegangen? Ich bin auf dem Weg in die Stadt, damit wir Eggs öffnen können. Ja, nehm ich doch, von jedem Egg eins. Nimm mich doch mit! Ich hab sogar noch ein, ich hab sogar noch Fossil-Egg und ich glaube Claudio auch. Ja, ihr habt noch ein Fossil, ich hab keins mehr. Ja, ich hab paar. Okay, na dann können wir ja davon sogar auch noch eins öffnen. Also wir öffnen heute alle Eggs, okay, die es so gibt. Okay. Baby, kannst du bei mir mitfahren? Nö, ich mach Harry Potter. Hey, warum machst du das? Ja, weil ich das kann. Boah, wisst ihr, was ich kann? Ich habe ein mega Neonlämpchen. Oh ja, wir wissen's. Whee! Okay, also ich habe ein Cracked Egg gekauft. Dann hole ich mir Ocean Egg, habe ich ja. Ein normales Pet Egg.
und noch ein Royal Egg. Ach, ein Royal Egg brauche ich auch. Wie sind wir denn jetzt so schnell hier hingekommen? Ja, ich habe Harry Potter gemacht. Ach so. Und ich okay. habe dasselbe gemacht. Mit was starten wir denn? Mit dem Cracked Egg? Ja. Ich würde sagen, wir steigern uns einfach. Oh, ich freue mich so. Stell dir vor, wir ziehen ein Einhorn. Oh mein Gott, stell dir mal vor, du ziehst einen goldenen Drachen, dann gehört er mir. Ja, ganz genau, Baby Khan. Okay, komm, starte du mal, Baby Claudio. Okay, ich starte. Und wir haben einen Phoenix Fox. Oh, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Oh. Phoenix Fox, ist der ultra selten? Nee, der ist selten. Nee, ankommen. Okay. Der ist ankommen. Ungewöhnlich. Okay, okay. Okay, Mama Daniel, jetzt du. Nein, du. Okay, dann ich als nächstes. Packen wir es mal aus. Mal schauen, was da drin ist. Wir haben ein Cracked Egg. Wow, das ist, glaube ich, das... Wow, in meinem Cracked Egg ist ein Cracked Egg. Oh mein Gott, das ist so selten. Hä, warum? Wie? Aber das ist jetzt gar nix. Nein, Baby, kann das sein Cracked Egg? Kennst du das nicht? Das ist voll selten. Ah, jetzt hier. Ah, da. Es ist ein Snow Puma. Cool. Okay, also jetzt mach ich mal auf. Bestimmt ein Einhorn. Einhorn. Eine kleine süße Katze. Auch ein Snow Puma. Eine Snow Cat. Okay. Ich finde, die sehen immer so krass ähnlich süß. Aus. Ja, das stimmt. Okay, jetzt das Pet Egg. So, ich beginne. Ich bin gespannt. Und was ist es? Ein Büffel. Oh, cool. Von denen habe ich aber noch gar nicht so viele tatsächlich. Ich kann nicht welche geben. Ich habe 22. Dabei ist der gewöhnlich, ne? Glaube ich sogar. Ja, eigentlich schon. So, dann packe ich jetzt mal aus. Habe ich den eigentlich in Neon? Ich glaube schon. Ein Biber. Oh. Habe ich auch. Habe ich auch in Neon den Biber? Nein, der ist rare. Okay, was habe ich? Bestimmt ein Einhorn. Ein Otter. Auch ein Otter. Bibi, kannst du zu meinem Otter sehen? Zeig mal. Oh. Cool, oder? Oh, ein Neon-Otter. Ja, hätte ich so viel Freizeit wie du, dann würde ich das auch machen. Hey. Okay, dann als nächstes Royal Egg. Okay. Ach, ich bin wieder dran. Okay, dann öffne ich es mal. Und was kommt raus? Oh! Ein Shiba Inu. Bibi, das ist dein Zwillingsbruder. Schieb. Guck mal. Oh, cool. Oh, Sunny. Ich hab grad kurz gedacht, dass aus dem Royal Egg ein Neon Shiba Inu geschippt ist. Das wäre schön. Ein Shiba Inu, das ist süß. Okay, Mama Dania, du bist. Ja. Ich packe aus. Komm schon, sei ein Einhorn. Oh, auch es ist ein Shiba Inu. Wenn ich jetzt auch eins bekomme, dann sind wir die Shiba Inu Gang. Nein, du hast ein Bunny. Okay. Okay, so, dann würde ich jetzt sagen, ein Ocean Egg. Okay. Ja. Ich schau mal, ob mein... Nach dem Ocean Egg könnt ihr dann das Fossil Egg aufmachen. Wo sind meine... Ach, da sind meine Ocean Eggs. Ich habe ganz... Hast du denn ein Fossil Egg? Nein, ich habe kein Fossil Egg. Okay, dann gebe ich dir eins, warte. Ein Stingray! Ich muss dir das gleich traden, ich gebe dir das gleich. Ach so, okay. Ich kann ja so lange mit dir traden, Mama Daniel. Ich trade so lange mit dir. Nein, jetzt mach erstmal auf! Hab ich doch! Ich hab ein Stingray, Baby Khan! Nein, Mama Danja soll aufmachen! Ach so. Ich muss aufmachen erstmal. Vielleicht ein Hai? So, wir haben. Ich glaube, es ist auch ein Stingray. Oh. Ja. Baby Claudia und ich bekommen hier die ganze Zeit das Gleiche. Komm schon noch! Das hab ich! Und du hast. Ein Seepferdchen! Krieg ich den, Baby Khan? Cool! Was? Krieg ich den? Ja. Ehrlich? Brauchst du noch einen? Ich brauche noch fünf. Kennt ihr schon mein Seepferdchen? Ja, den kennen wir mal, der ist cool. Wie viel brauchst du? Fünf. Okay. Ehrlich? Warte. Du gibst mir fünf Stück? Ja, warte aber kurz. Boah, bist du nett. So. Ich muss erstmal Mama Danja jetzt ihr Fossil Egg geben. Ja, weil danach kriege ich ja auch den Drachen vielleicht, ne? Na klar. Das stimmt. Fossil Eggs! Kann natürlich sein. Oh, ein T-Rex wäre jetzt so cool, ein T-Rex oder ein Dodo. Nein, ich will ein Dodo. Ja, ich hab ein Dodo, aber nur einen leider. Wisst ihr, dass Vögel Dodo machen? Dodo. Vögel machen nicht Dodo, Baby Khan. Nein. Doch. Was war das denn? Das war ein Dodo, der doch so. Doch. Ja. Okay, Baby Claudio. Wow, Baby Khan, du bist der Beste. Du kriegst was dafür zurück. Ja, ich weiß. Den Drachen. Du kriegst... Wie viel Stück brauchst du? Fünf?
Ja, danke sehr, Bibikan. Du bist weißt der was? Beste. Ich hab 6 Stück, du kriegst einfach alle 6. Wow, aber so viel brauche ich gar nicht. Okay, dann verschenke ich den an Baby René oder so. Nein, den verschenkst du nicht! Ich nenne den Cunny Money. Kannst du machen. So, jetzt öffne ich mein Fossileck. Ja, mach das. Mach auf jetzt. Währenddessen machen wir mal deine Bilder. Oh! Oh mein Gott! Mama Danja, ein guck Kleptodon! Ein Kleptodon! Guck euch das doch mal an! Oh! Oh, das ist ein Neon. Oh, oh ja, so Baby Claudio, du bist voll der Angeber! Ja, ich weiß, ich bin der Coolste. Egal, ich bin jetzt als nächstes dran. Ja, und deswegen bist du auch der Scammer. Ich bin kein Scammer, ich bin nur ein Angeber! Und wir haben... Ich dachte, er ist ein T-Rex. Nein, ein Dilophosaurus. Cool. Aber ich glaube, den hatte ich noch gar nicht. Dodo, Dodo, Baby Khan. Den hatte ich noch nicht. Oh, ein Mammut. Ach, guck mal. Money. Ein Money. Ein Money-Leinchen. Mhm. Okay, Leute. Okay, und jetzt wird Zeit für Baby Claudios goldenes Ei. Richtig, aber das darf auch Baby Claudio öffnen. Danke, endlich. Ich hab so lange auf den Tag gewartet. Traden wir es mal rüber. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich hoffe bitte, ich hoffe kein Griffin. Ihr habt die ganze Zeit davon geredet, dass es ein Griffin wird. Ich hoffe nicht. Es wird bestimmt ein Griffin. Ich glaube auch. Wenn aber ja, sei doch froh, wenn es ein Griffin wird, kannst du es behalten. Wenn ja, dann war es das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Nein, jetzt übertreib nicht. Jetzt mach schon auf. Ich will aber ein Unicorn oder ein Dragon. Ja, aber, ja, du aber weißt, dann bekommen das ja wir. Wollte ich gerade sagen, dann bekommen wir das. Ja, und soll ich es öffnen? Los, hey, jetzt mach doch mal auf! Oh nein, ich tu's! Ich tu's! Ah, was ist drin? Ja! Oh, ja! Ja! Es ist das Einhorn für Mama Danja! Ein Unicorn! Ein Einhorn! Oh mein Gott, ein goldenes Einhorn! Das ist für mich! Es ist das goldene Einhorn für ja, Mama Danja! Oh mein Gott! Es ist ein goldenes Einhorn, Baby Claudio, kommt doch mal! Ja, es ist super süß, ich freue mich auch! So, okay, nein, jetzt kannst du es Mama Danja schenken! Nein, Baby Khan, ich will es behalten! Hä, aber du hast es versprochen! Nein! Und versprochen wird nicht gebrochen! Ich... Hä? Aber wir haben das doch so ausgemacht, wenn es ein Einhorn ist, dann bekommt es Mama Danja? Wieso macht ihr sowas mit mir? Oh. Mama Danja, darf ich es behalten, bitte? Aber Baby Claudio, dann bist du doch kein Scammer mehr, also. Na gut, dann kannst du es behalten, aber dann musst du damit leben, dass wir dich weiterhin scammern. Ach Mann, aber das Golden Unicorn ist so süß. Ich habe mich 170 Tage eingeloggt dafür. Ihr könnt es mir doch nicht einfach so wegnehmen. Tue ich ja auch nicht. Aber ist doch nicht so schlimm. Du musst doch jetzt nur weitere bisschen noch warten. Dann kannst du... Nochmal 170 Tage. Es ist so süß. Es ist so süß. Aber dann kriegst du dein Diamantei. Und wenn das ein Drache ist, dann kannst du es mir geben. Guck mal, pass auf, Baby Claudio. Wenn du dein Diamantei hast, dann bekommst du ja noch ein Diamantpad und dann gibst du mir das Golden Unicorn. Ja, Mama Danja, ich hab dich hingehört. Ja, bis dahin bleibst du dann weiterhin der Scammer, Claudio. Ja, ich würde sowieso der Scammer bleiben, also hör auf, mich auf den Arm zu nehmen. Ja, guck das stimmt. Guck mal, was das für ein süßes kleines Einhorn ist. Das ist schon wirklich ein süßes Baby. Ich hätte es auch gerne. Ja, es tut mir leid, Mama Danja. Du musst... Ja, aber ein Drache wäre schon besser. Nö, Gold Unicorn. Nein, ist guck doch mal, wie schön die Mähne aussieht. So, nein, ein Drache ist cooler! Ich würde gerne noch wissen, wie das Einhorn bei Tag aussieht. Ja, dann müsst ihr raus. Ihr müsst raus. Freunde, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ich es nennen kann, weil ich habe keinen Namen tatsächlich. Ja, du hast keinen Namen? Nein. Und zum ersten Mal habe ich keinen Namen. Und schreibt mal auch in die Kommentare, ob es doch nicht vielleicht, ob ihr vielleicht Baby Claudio überzeugen könnt, dass Mama Danja das Einhorn bekommt. Aber ich... Hä, guck mal, wie krass. Hier ist ja... Hä? Guck mal, hier ist die Mähne ja dunkel. Ja, cool, oder? Ich find's richtig cool. Ja, also es sieht schon cool aus, aber ich bin gerade verwirrt. Nein, ich... Ja, das... Weil da drin war die Mähne doch blau. Ja, siehst du? Es ist was Besonderes. Es ist ein besonderes Einhorn. Ja, warte, ich will's auch sehen. Schau mal, wie cool es aussieht, Baby Khan. Ach so, ja, okay. Hm. Oh, das... Aber ich würde so gern wissen, wie es bei Tag aussieht. Oh, Mama Danja, du ja, hast... Ja, aber es ist gerade erst dunkel geworden. Das müssen wir an einem anderen Tag machen. Und Baby Khan, ich habe Mama Danja bei den Lämmern geholfen. Das heißt, eigentlich bin ich doch voll nett. Nein, das stimmt nicht. Außerdem hast du dafür Geld bekommen. Nein, habe ich nicht. Doch. Das stimmt nicht. Oh, hier ist noch ein Golden Unicorn. Okay, Leute, aber es war ziemlich cool wieder.
Finde ich auch, wir haben ja ganz viele Eggs aufgemacht und die waren heute weniger erfolgreich, außer das Golden Egg von Baby Claudio, das war sehr, sehr erfolgreich. Ein Golden Unicorn, also das Beste, was drin sein konnte, war da drin. Und ein Glyptodon haben wir heute auch bekommen. Ja, cool. Leute, wenn es euch heute Spaß gemacht hat und wenn ihr euch gefreut habt, jetzt endlich zu erfahren, was in diesem Golden Egg drin ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Dodo. Ciao, Dodo. Ciao.